Servus, Tag und Hallo auf meinem Holzbell 69 Kanal zu meinem Video Nummer 14. Zurzeit bin ich in der Reha, in der stationären Reha für 5 Wochen in Ludwigshafen und da habe ich natürlich super Zeit, um irgendwelche Filme zu drehen. Und heute mein erster Film, wo ich euch zeige, ist von einer G-Schule. Da habe ich mir mal ein paar so Kameraden geschnappt, Oberschenkler montiert, Unterschenkler montiert und da zeige ich euch mal, was man da so alles macht. So, das sieht man mal Oberschenkel amputierter. Der versucht da ein bisschen berghoch zu laufen mit seiner neuen Prothese. Das finde ich, macht ja schon ganz gut. Er ist auch gut motiviert und strengt sich auch an. Ja, klappt ganz gut. Hier, das bin ich, das ist eine typische Übung, wo man so macht in der G-Schule, um sich groß zu machen und den Körper zu strecken. Da rollt man einfach einen Ball an die Wand und streckt sich eigentlich so weit aus, wie es geht. Und da wird man auch mit der Zeit schön groß und läuft nicht irgendwie so gebückt durch die Gegend. Hier haben wir Unterschenkel amputierter, der ist nicht so lang amputiert, der macht ein bisschen Übungen im Trampolin, das ist gut für die Oberschenkelmuskulatur und für seine Koordination. So, wie ihr seht, das bin ich wieder. Hier mache ich eine typische Übung für die Rumpfrotation. Das ist eigentlich das, was ich brauche und was auch gut für meinen Rücken ist. Da sieht man nochmal den Oberschenkel amputierte mit seiner ersten Gehversuche im Gelände. Das ist super schwierig mit Oberschenkelprothese, aber okay, er macht es ganz gut. So, da sehen wir nochmal den Unterschenkel amputierte. Der probiert gerade seine neue Prothese aus. Er ist noch nicht lang amputiert. Er läuft ein bisschen bergab und ein bisschen berghoch. Dann wird ein bisschen dran rumgeschraubt, so lang, bis es halt passt und er zufrieden ist. So, das war mein Video Nummer 14. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt haben wir mal ein bisschen im Blick gekriegt, was in so einer Reha, in einer G-Schule gemacht wird. G-Schule ist halt nur für die Leute da mit Prothese oder wo irgendwelche Schwierigkeiten haben, irgendwie sich fortzubewegen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es wäre super, wenn ihr die Videos teilen würde. Es möchte so oft, wie es geht. Und ihr könnt auch gerne was mal in die Kommentarezeile schreiben, damit ich mal sehe, ob euch die Videos gefallen. Okay, das war's dann auch schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Macht's gut und bis zu meinem Video 15. Tschüss!